bist eine kleine Fachangestellte. Jetzt knallt's. Ja. Pass auf, wie du mit mir redest. Wir brauchen einen Psychiater. Hilfe! Es rumst. Da waren wir pleite. Dann kam der Anruf, ein neues Format. Niemand hat mich zurückgehalten. Und? Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht? Du wirst noch ganz tief sinken. Schön, dass ihr alle da seid. Folge 5 vom großen Promi-Büßen 2023. Bisher Pappnasen, Alter. Pappnasen? Schweinehaufen. Ist doch nicht ganz sauber. Ich trau mich sowas wirklich in eine Tonne. Ja, dann pass mal. Lisha, du hast offen kommuniziert, dass du nicht weiter büßen möchtest. Du musst das Camp deswegen auf der Stelle verlassen. Ins Duell müssen Emmy und Leon. Was? Tja, da haben sie alle gedacht, hier durch Lishas freiwilligen Abgang kommen sie alle einfach so weiter. Freunde, nichts da. Also wenn sie für Arbeitsverweigerungen belohnt werden wollen, dann müssen sie schon tatsächlich an der Seite von Daniel Hartwig Let's Dance moderieren. Ey, das war so klar, dass das eine Konsequenz haben wird. Ja. Überraschend, aber fair. Fies bist du! Ja. Oh mein Was Gott. Was habe ich gesagt? Der Verlierer des Duells wird das Camp diesmal nicht verlassen. Muss sich aber im nächsten Duell erneut beweisen. Ey, ich verstehe die Scheiße nicht, Mann. Warte, kann mir einmal bitte jemand sagen, ob ich jetzt dieses ja. Duell mit dir... Ja, du musst jetzt gegen Leon kämpfen. Ja. Ach Gottchen, die arme Emmy muss sich jetzt wirklich anstrengen. Lishas Streit mit Christine und dass sie mit ihren Sünden konfrontiert wurde, das hat ihr einfach so zugesetzt, dass sie nur noch nach Hause möchte. Ihr Ehemann Lou hat schon die empfindlichsten Körperstellen gepolstert. Lisha, verlasse jetzt das Camp. Ich bin ja reingekommen, um fürs Sommerhaus zu büßen und ich finde, das ist mir auf jeden Fall gelungen. Streitet euch nicht! Ich habe gelernt, nicht mehr auszurasten, wenn ich provoziert werde. Ich habe gelernt, mich zu entschuldigen, wenn ich was falsch mache. Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen, die ich nicht mag. So ganz plötzlich, switch, bist du jetzt komplett anders wie sonst. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen als Einzelkämpferin. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit ich hier komme. Ey, come on, also bei allem Mitgefühl, was wir mit ihr und ihrer Geschichte haben, aber das ist schon sehr, sehr hochgegriffen, dass sie auf einmal so eine ganz plötzliche und turboschnelle Wunderheilung durchgemacht hat. Andersrum geht es aber tatsächlich schnell, in wenigen Sekunden ein schlechter Mensch werden. Zu Suppen holen. Also, ist auf jeden Fall total krass. Alle fangen hier an zu weinen, weil Lisha nach Hause geht. Allerdings halt nicht, weil sie alle so traurig sind, sondern weil sie sehr, sehr froh darüber sind, dass sie nur auf Christine losgegangen ist und nicht auf sie selbst. Oh, Ballons! Oh Gott! Ja, ich habe Motorradführerschein. Also, das ist ein Quadratmann. Dasselbe. Scheiße, Alter. Was kackt denn der sich so ein? Liebe Loser. Was? Es gewinnt derjenige von euch, der es schafft, zuerst alle 15 Ballons des Gegners mit Silvesterfeuerwerk abzuschießen. Geil. Das schlimmste Format, bin hier nur gekommen, um ein bisschen zu büßen, aber jetzt nehmen die meine ganze Seele. Gewinner! Ja, generell, was die hier für krasse Spiele haben, oder? Also hier jetzt sich gegenseitig mit Raketen abschießen, oder wie man es auch nennt, Silvester in Berlin. Und ja, Leon hat dann zwar gewonnen, aber wir haben es auch gesehen, das Ergebnis war tatsächlich knapper als Cosimos Badehosen im Sommerhaus. I don't believe this. Das geht nicht, das wird nichts. Ich kann das nicht da so, diese Scheiße ausklopfen. Doch, das ist die schlimmste Strafe, die man mir hätte geben können. Ich kotze. Hoppi. Nee, das ist mir zu abartig. Das ist mir wirklich zu viel Kacke da drin. Oh Mann, was ist das an meinem Arm? Ich muss mich gleich komplett umziehen, ey. Die ganzen Sachen verbrennen. Ich würde mir einen Psychiater suchen. Mein Ohr, das andere, ja, meiner Wissen. Ganz toll, mach doch noch. Ja, okay, alles gut. Die anderen waren echt nett. Wenn ich daran denke, dass ich ihn morgen alle bestrafen werde, weil ich das morgen nicht mehr machen werde, ja, dann tut es mir halt irgendwie leid. Nicht. Jawohl, ne, alle helfen hier. Tapfer beim Kackentsorgen oder wie man bei Burger King sagt, das Team vom Lieferdienst. Und Leute, ne, der Erik soll sich ja tatsächlich schon überlegt haben, ob die Emmy für ihn als potenzielle Partnerin auch in Frage kommen könnte. Aber wir haben heute leider festgestellt, sie wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, neben ihm Pipi-Geräusche zu machen, während er auf dem Klo sitzt. 48 Stunden ohne Zigaretten, das ist das erste Mal in meinem Leben, seitdem ich rauche. Punkt auf die Minute klopfe ich da an. Verzichtet ihr weitere 48 Stunden auf Tabak, erhaltet ihr einen unendlichen Nachschub an Ravioli-Dosen. Oder Scheiße, Alter. Eine Kiste Bier. Oh. Hätten wir den scheiß Döner nicht genommen mit den 48 Stunden, hätte ich jetzt mit den 48 Stunden angefangen. Aber jetzt nochmal zusätzlich, wenn du starke Raucherin bist, nein. Es geht wieder auf die Raucher, um hier richtig Stimmung zu machen, ne? Das ist doch Wahnsinn, oder? Nee,
Deswegen wird er gleich anonym gewählt. Ich habe mich für Ravioli entschieden und nicht für Zigaretten. Ich wollte eigentlich, dass sie sich so richtig streiten irgendwie. Aber ihr habt es versaut mit euren Raviolis. Es ist doch ein Geschenk vom Reality-Gott. 48 Stunden ohne Zigaretten oder wie unsere Freundin Bea Fiedler sagen würde, Koma. Ist natürlich schon so ein bisschen unfair, dass vor allem die Raucher am meisten leiden müssen. Naja, wenn man halt anderen wegnehmen würde, was sie am liebsten haben. Naja, ne, bei Bauer Patrick müsste man ihnen sich selbst wegnehmen. Das geht halt nicht. Der Deal ist halt Tabak gegen Essen oder Alkohol. Und es ist natürlich überhaupt gar kein Wunder, dass die Promis komplett genervt sind. Vor genau der gleichen Entscheidung stehen sie ja auch immer am Monatsende. Ich habe noch nie auf einen Mann gehört. Ich kann nur auf einen Mann hören, der auch was im Kopf hat. Also würdest du nie auf mich hören, Gloria, ja? Also ich sag's dir ehrlich, du könntest mir nie sagen, mach so oder so. Ich würde nie von dir irgendwas akzeptieren, wenn du irgendwas sagen würdest. Nein! Und sie hat so ein bisschen mit ihren Worten mir das schon sehr, sehr wehgetan, wo ich mir so gedacht habe, so redet man nicht mit deinem Erik Sindermann. Nein, ich brauche wirklich einen Mann, wo ich denke, so, boah, okay, der ist schlauer als ich und so. Kein kleines Kind als Partner. Das ist ja schon ein großes Kind. Das ist halt nicht so ein Mann, dem ich mich unterordnen könnte. Ich habe ein großes Problem, wenn man mich als dumm abstempelt. Okay, Gloria sucht also einen Mann, dem sie sich unterordnen kann. Deswegen ist es eigentlich doch ganz gut, dass sie mit dem Bauer Patrick hier anbandelt, weil bei dem kann sie sich ja immerhin physisch als Trittleiter unterordnen. Was sind das hier für Gespräche? Also, eben wollte Yvonne noch Konfro wegen der Zigaretten. Ihr erster Plan war ja wieder was mit einem der vergebenen Typen hier anzufangen, aber ist ja leider bei den Single-Männern hier vergebens. Und dabei ist es so einfach, sie hat Eriks Mini-Ego übersehen. In der Sekunde, wo sie diesen Spruch gesagt hat, sich bei mir wirklich... nicht ins Ausgespielt, aber ich habe ein Problem mit dir jetzt. Alter, wenn hier einer zu mir sagt, bist du dumm, dann flippe ich aber aus. Durchdrehen. Mal ganz ehrlich, es geht um dich selbst. Ich glaube, hier wird's noch mal richtig scheppern. Gloria, hast du da gesagt, ich bin dumm? Du hast gesagt, du könntest mit mir nicht chillen oder irgendwie irgendwas anderes, weil ich dir zu dumm bin. Doch, hast du. Insgeheim hast du mich gerade an. Aha, also Erik ist traurig, weil Gloria ihn als kleines Kind abstempelt, das nichts im Kopf hat. Vor lauter Wut ist er mit seiner Plastikkrone auf die Toilette gerannt, wartet da, bis endlich jemand für ihn Pipi-Geräusche macht, um dann über die nächsten Schritte nachdenken zu können. Gleich geht's hier weiter, aber lasst auf jeden Fall schon mal ein Abo mit Glocke da. Promi-Büßen. Und ab heute Abend hier bei mir auf dem Kanal Forsthaus Rampensau. Wird euch auch gefallen. Weiter geht's. Wo ich mir so denke, Schnecki-Bubu, weißt du, wer du bist und weißt du, wer ich bin? Warum schreit er sie denn an? Weil es ist auch nicht cool. Nee, ohne Scheiß. Sagt jemand zu mir, ich bin dumm, würde ich ihn auch anschreien. Du bist eine kleine Fachangestellte. Boah, das stinkt hier. Mir wird schlecht. Du hast irgendwie 150.000 Follower. Du machst ein bisschen Influencer. Ich schreie dich gerade an. Ich schreie dich an, ja. Deswegen meine ich das ja. Dich. Ich traue mich das ja. Natürlich traue ich mich das. Wie redest du mit mir? Sag mir bitte. Ja? Das ist auch, wie du mit mir redest. Der Blick von Gloria gerade, wow. Entschuldigung, aber der Typ geht überhaupt nicht. Was glaubt der denn, wer er ist? Wie Erik hat einfach probiert, so billig an Sendezeit ranzukommen. Es bleibt auf jeden Fall ein Rätsel, warum Emmy beim Ausschütten der Toilette die Galle hochkommt, aber nicht, wenn sie in der Nähe von Erik ist. Erik beschwert sich darüber, dass sie ihn beleidigt haben soll, aber er selber spricht voller Verachtung über ihr Festangestellten-Dasein. Das ist echt unfassbar. Aber ja, ne, für ihn ist jemand mit geregeltem Einkommen hier so fehl am Platze wie Calvin Klein in jeder Wagner-Oper. Wie redest du mit mir? Du sagst, ich bin dumm vor anderen Leuten oder wie? Wenn du nicht aufhörst, mich anzuschreien, dann flippe ich aus. Sag mal, Gloria, rede normal mit mir. Ohne dass wir jetzt laut werden. Rede normal mit mir. Ja, die reißt die Katze an, die rastet gleich richtig aus und dann seht ihr das wahre Gesicht. Dann lass gleich, aber es kann nicht sein. Lass in 5 Minuten reden. Jetzt knallt's. Lass mich kurz 5 Minuten in Ruhe. Ja, hab Respekt vor mir, verdammt. Oh, ich hab's gesagt. Hab wirklich Respekt. Ich finde, das ist nicht womanlike, wenn man sich dann so verhält. Das geht einfach nicht. Eieiei, wenn jemand so seine Wut entladen muss, das ist schon eine Ansage. Wir kennen Gloria und auch wie sie so drauf ist, ohne dass ich sie jetzt hier zu sehr in Schutz nehmen möchte. Immerhin gibt sich Gloria hier Mühe, sich auf jeden Fall zusammenzureißen. Das muss man auf jeden Fall mal so feststellen. Und mein lieber Erik, es ist jetzt auch nicht wirklich gentlemanlike, ihre Aggression wegen so einem lapidaren Spruch zu triggern, wie Richard David Precht die von richtigen Philosophen. Ich habe eine Intelligenz, weiter in die Zukunft zu gucken. Was ist los? Boah, ich kann es gar nicht leiden, wenn jemand so mit mir redet. Ich zitter am ganzen Körper. Ich mache mich gerne lächerlich, aber wenn jemand sagt, ich bin dumm, aber er ist unter mir, dann habe ich ein großes Problem mit. Es gibt immer eine Hierarchie.
Ich bin richtig schweißnass, weil ich so... Ja, jetzt boah, ich explodiere gleich. Wir brauchen einen Psychiater, glaube ich. Hilfe! Ich lasse mich auch von einem Erik Sindermann, der mich anschreit, nicht triggern. Was labert bitte Erik auf einmal von Hierarchie? Also Entschuldigung, wenn es hier eine Hierarchie geben sollte. Erik stünde jedenfalls da, wo die Verkaufszahlen seiner Klamotten stehen, ganz unten. Also ernsthaft großen Respekt an Gloria, dass sie sich das so zusammenreißen kann. Bei seinem Verhalten wäre wahrscheinlich sogar Mutter Teresa ihm an die Gurgel. Das nächste Bestrafungsspiel steht an. Es geht um Teamgeist. Ich würde es gerne kurz vor dem Spiel besprechen. Ich bin hierher gekommen, um auch zu zeigen, dass ich mich im Griff habe. Du bist so Promi-mäßig, du bist so dieser Typ, Mann. Nein. Und dann gibt es aber zum Beispiel Männer, die sind eher so ein bisschen bodenständiger. Ich persönlich kann mich halt einem Mann, der eher in dieses Thema ist, besser unterordnen, weil ich das halt sexy und cool finde. So war das gemeint. Wenn er doof ist, dann wäre er jetzt auch nicht da, wo er ist. Alles okay, alles gut. Okay. Und wir kämpfen jetzt, wir machen das Spiel. Und wenn das nächste Mal ist, bitte schreib mich nicht an. Mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Die hat sich offensichtlich im Vorfeld sehr gut vorbereitet, um nicht in alte Muster zu verfallen. Na, also, dass man eben das Gefühl hat, sie ist im Hamsterrad! Genau. Aber sag mal was ganz anderes. Yvonne Wölke geht hier beim Promi-Büßen irgendwie so unter, wie bei Papa Peter der Gedanke an Mama Iris, als er in Australien war, oder? Auf der Strecke gibt es drei Aufgaben. Ein Becher Wasser in der Hand halten und Strom aushalten. Ich hasse es. Aufgabe 2. Kakteen mit den bloßen Händen umtopfen. Aufgabe 3. 90 Sekunden in einer Tonne mit Eiswasser ausharren. 90 Sekunden können extrem lang sein. Alles gesundheitsschädigend. Los, Feuer an! Wollt ihr nicht anfangen? Okay. Alles klar, eine Prüfung voll Schmerz und Kälte wartet auf die Kandidaten. Aber dann hat Leon aufgehört, seinen Song zu performen und sie wurden alle zum Spiel gebracht. So, Yvonne sagt, 90 Sekunden hier, die können echt lang werden. Na, das war ja auch Yvonnes Gedanke nach der ersten gemeinsamen Nacht mit Peter. Derjenige, der das Glas dann irgendwie fallen lässt oder den Becher, der ist bei mir unten durch. Womit habe ich das verdient? Ich war im Dschungel und ich habe 5 Kinder geboren. Das kann mir noch passieren. Leute. Weiß ich mal so. Er hat jetzt einen Stromschlag bekommen, oder nicht? Peace. Soll ja Leute geben, die stehen auf Schmerzen? Easy. Ich wollte mir den Kaktus ein bisschen angucken erstmal. Angst vor dem Kaktus. Stechel doch. Ich bin halt Tite Petite. Die anderen Mädchen ziehen auch und dieses immer kann ich nicht, will ich nicht. Kotzt mich einfach an. Müssen wischen, müssen leiden, das gehört alles dazu, Mann. Für Dani ist das alles überhaupt gar kein Problem. Sie hatte nämlich schon Angst, dass eine richtige Folter auf sie wartet. Wie zum Beispiel, dass sie 24 Stunden am Stück nicht mehr jeden zweiten Satz mit ich beginnen darf. Auch Mensch, Emmy, verkauf uns doch nicht für blöd. Wir kennen dich jetzt aus einigen Formaten und diese ich verspreche mich absichtlich nur mal, das glaubt dir wirklich kein Mensch mehr. Gerade bei Gloria finde ich, das hat sie jetzt gerade verdient. Emmy, wenn du es durchziehst, schenke ich dir einen Louis Vuitton. Wirklich? Meins ist schon ein Louis Vuitton, aber es ist sehr alt. Also, ich brauche ein neues. Das Eisbecken hat der Gloria jetzt überhaupt nichts ausgemacht. Sie hat einfach wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Volumen und dadurch ist sie vielleicht, zieht die Kälte da nicht so ganz so schnell ein. Eine kleine Diva. Aber am Ende hat sie es gemacht. Ich weiß immer noch nicht, ob die da drinnen die Handbremse von dem Auto gelöst haben. Es war die Handbremse. Ob wir die gelöst haben, weiß ich nicht. Ich glaube, heute habe ich irgendwie zum ersten Mal irgendwas fürs Team getan, oh mein Gott. Gloria geht hier wirklich komplett ruhig durch alle Prüfungen. Na gut, ne, wer mit Mark Robin in einer Temptation-Staffel war, der hat wirklich schon alles gesehen und den schockiert nichts mehr. Also übrigens, ne, Gloria wurde wegen der Show tatsächlich in ein Versuchslabor gebracht. Ob Strom, Kälte oder Erik, sie scheint aber nicht mehr in der Lage zu sein, Schmerzen zu spüren. Patrick, ne, kaum fängt zwischen ihm und Gloria irgendwas an, verfällt er wieder in alte Muster. Als ob Gloria wegen ihrer Statur nicht in der Lage wäre, Strom oder Kälte zu spüren. Sag mal, also... Komm, Dani. Wie lange kennt ihr euch schon? Boah, keine Ahnung, 8 Jahre oder so. Ah, okay. Und davon wie lange Streit? Streit hatten wir 4 Jahre Minimum. Aber ist jetzt auch Geschichte. Ich hab da auch das jetzt... Müssen wir auch nie wieder ausdiskutieren. Also richtig überrascht. Also ich hätte niemals gedacht, dass das jemals wieder... dass wir jemals wieder ein Wort miteinander sprechen, vernünftiges. Gewonnen hat's Team. Rot. Ja! Das Verliererteam wird hart bestraft. Deshalb lauft ihr ab jetzt auf Knien durch das Camp. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Nee, das mache ich nicht. Also peinlich beschämend. Ich glaube, die Kniescheibe. Linke ist jetzt gleich am Arsch. Na gut, so ungewöhnlich sind die 4 Jahre Streit mit Dani nicht. Das wirklich Komische daran ist, dass sie in den 4 Jahren zuvor noch keinen hatten.
Dani und Steff haben tatsächlich überraschend ihr Kriegsbeil begraben. Steff macht das jetzt nicht so komplett ohne Hintergedanken. Er hofft einfach, dass er die Dani dadurch ein- bis dreimal die Woche zu sich nach Hause einladen kann und sie dann den Haushalt für ihn übernimmt. Triendienst hat mich absolut traumatisiert. Ich werde mir nach der Sendung einen Psychiater suchen müssen. Oh, hey, das läuft ja da aus. Voll nicht rum. Guck doch mal, die ganze Scheiße hier. Ich krieg doch mit den Dingern da nicht rum und fass die dann an. Wie ekelhaft und widerlich seid ihr eigentlich. Wie wäre es, wenn ihr aufhört rumzumatzen? Und das selber einfach mag. Es gibt halt immer so Sozialschmarotzer, wie jetzt zum Beispiel Emmy. Die hat immer irgendeinen Trottel gefunden, der es halt für die gemacht hat. Ja, aber Emmy muss doch auch reinlernen. Emmy, deine Buße ist die Säuberung der Latrine. Doch du weigerst dich. Deshalb wird das gesamte Team bestraft. Ab sofort habt ihr kein warmes Wasser mehr. Danke. Glorias Team hat leider verloren und zur Strafe müssen sie hier auf Knien durchs Camp. Gloria muss gucken, ob die Person, die sich das Spiel ausgedacht hat, ein Mann ist. Und wenn ja, wird sie ihm auf jeden Fall nach der Show einen Besuch abstatten. Ich schwätze nur Püppchen, sonst kann die nichts. Ja, die ist zu blöd, um einmal Wasser umzukippen. Ja, ist so. Ich? Ja. Ich führe eine internationale Firma. Oder was nimmt sie überhaupt? Oder ist sie einfach grundwahnsinnig? Ja. Mit deinem Alter immer noch nichts erreicht. Ich habe mehr erreicht in deinem Leben Alter wie du. Mit deinem Alter habe ich das nicht mehr nötig. Abwarten, du wirst noch ganz tief sinken. Mit seinem Alter, da bin ich schon Multimillionärin. Mit Kindern unterhält man sich nicht. Du bist ein Kind, unterhält ich mich doch gar nicht. Pass auf, wie redest du eigentlich mit dir? Ja? Pass mal auf, kein Respekt vor älteren Menschen. Mal ganz ohne Scheiß, man kommt gar nicht hinterher, welchen der beiden Streithähne man unsympathischer finden soll. Beide scheinen ja ihre Buße tatsächlich sehr genutzt zu haben. Das Einzige, was hier ordentlich verarbeitet wurde, sind die Latrinendienst-Hinterlassenschaften. Jürgen hat natürlich vollkommen recht, dass er hier nicht durch die Kacke kriechen möchte. Aber das hat er auch schon jahrelang beim RTL gemacht. Absolut unterste asoziale Schublade. Arrogant und kannst nix. Bist du blöd, um einmal Wasser umzukippen? Gar nix. Jetzt krabbelst du da schön über die Piss und die Scheiße. Nee, ja eben, mach ich eben halt nicht. Doch, wirst du. Nein, werde ich nicht. Wirst du. Emmy ist nun mal erst 24 Jahre alt, hat gar keine Zündschnur, was mir sehr bekannt vorkommt. Da muss man einfach mal weghören. Mit solchen minderbewertigen Leuten hier überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Noch nicht mal Respekt haben. Das ist ein Kind. Mehr ist das nicht. Dani hat ein Herz für Leute mit kurzen Zündschnüren. Logisch. Also und Leon natürlich für Menschen mit Dauertinnitus, weil die es einfach am längsten auf seinen Konzerten aushalten. Und irgendwie auch spannend, Steff spürt gerade so einen kleinen Funken Mitleid für Emmy. Allerdings nur, weil seine kleine Tochter auch gerade in der Trotzphase ist. Dani, dich erwartet heute deine Runde der Schande. Dani hat, glaube ich, sehr viel verbockt. Ich glaube, für Dani wird's hart heute. Leon, dich erwartet heute deine Runde der Schande. Ja, die werden uns rippen, Alter. Die werden uns rippen. Zack, zack, zack. Aufgeregt werde ich auf jeden Fall sein. Eure Bestrafung ist hiermit aufgehoben. Guck mal, so unterschiedlich kann das sein. Dani freut sich mega auf ihre Runde der Schande. Und sie versteht gar nicht so, warum die anderen damit ein Problem haben. Über sich selber reden, während man sich über den Monitor selber im Fernsehen sieht, ist natürlich für sie der Himmel auf Erden. Leon, mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Wofür möchtest du büßen? Manchmal laber ich halt viel Scheiße. Und öfter mache ich auch mal Scheiße. Hauptberuflich. Da schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Guten Abend, Leute, ich bin zu der Leo Maschier am Start. Heute prangen wir mal den Freund und Helfer mit einem Messer. Ich meine natürlich Kampf. Oh, oh mein Gott. Kennst du das hier? Oh. Wir fahren hier bis St. Pauli bis hinten, wo wir eine Waffenverbotszone haben. Das ist kein Messer, das ist ein Kamm. Ich wollte mich verarschen, Mann. Ja, damals habe ich nicht die Autorität so ernst genommen von der Polizei, ne? Dreh mal deine Kappe nach hinten, ich kann deine Augen gar nicht sehen. Ja, Leon ist hauptberuflich Scheißebauer und seine Ausbildung, die hat er mit Pranks am Polizisten abgeschlossen. Das war so eine witzige und geschmackvolle Nummer. Nico Legert schaut gerade kopfschüttelnd zu und fragt sich, wie man so selbstverliebt und egoistisch sein kann. Die Polizei mit einem Prank dazu bringen, dass sie einen verfolgt. Das ist so unlustig, noch nicht mal Oliver Pocher würde das in seinem Programm zeigen. Du hast mit der Angst der Polizisten gespielt. Ich sag mal so, durch diese ganzen Sachen vor Gericht und so habe ich gelernt, Respekt zu bekommen davor. Hast du verstanden, warum das Mist war? Ich rede vom großen Ganzen. Kein Respekt vor der Justiz. Ich halte die auch bei ihrer Arbeit. Knapp 40.000 Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten. Und ich will nicht sagen, dass du an den Schlagzeilen schuld bist. Deine Videos werden garantiert nicht für mehr Respekt
vor den Einsatzkräften sorgen. Du hast sie lächerlich gemacht. Aus der Perspektive habe ich es nicht gesehen, also noch nie gesehen. Aber das macht Sinn. Also Leon sagt, er hätte im Laufe der Prozesse Respekt vor Beamten gelernt. Ich weiß jetzt irgendwie auch nicht so recht. Das ist doch genau wie der Hinweis auf der Pizzapackung, dass man die Folie vor dem Backen bitte wegnehmen soll. Das sollte man eigentlich echt wissen. Verrückt, durch das Gericht hat Leon Respekt gelernt. Oder anders gesagt, er hat einfach gelernt, dass es an sein Geld geht, wenn er gegen das Gesetz verstößt. Du bist ja jetzt Musiker? Mein Kumpel hat die ganze Nacht mit nem Transgender rumgemacht. Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. Das ist mein letzter Song, den ich veröffentlicht habe. Auch ein Ballermann-Song. So ein Dreck, Alter. Wer hat dieses Lied geschrieben? Sie ist ein La-La-La, La-La-La, Baby-Boy. Warum haben wir uns diesen Song ausgesucht? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst jetzt gerade. Du willst mir damit sagen, dass ich ein Problem mit dir habe oder irgendwas? Autsch! Ich habe ja auch eine Beule in der Hose. Ja? Mann, 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 es ist wirklich unglaublich. Ladyboy-Witze zu vertonen und dann halt auch noch so stumpf und wirklich sämtliche Personengruppen dann auch durcheinander zu mixen und zu werfen. Also bei der Musik stellt sich echt die Frage, wie hoch muss eigentlich Olivia Jones' Gage sein? Also, damit sie sich das mehr als 5 Minuten am Stück anhören kann. Kannst du mir und den ZuschauerInnen mal erklären, was ein Ladyboy und was ein Transgender ist? Ganz mindestens. Der eine ist operiert und der andere ist nicht operiert. Es ist nicht einfach. Inzwischen weiß man aber, dass es auch eine sogenannte Geschlechtsidentität gibt. Und die stimmt nicht immer mit den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen überein. Oder du kannst dich mit gar keinem Geschlecht identifizieren. Sehr verkürzt, das alles ist Transgender. Ein sogenannter Ladyboy kann Transgender sein, muss aber nicht. Ich bin eine Drag Queen, ist nochmal was anderes. Mir geht's darum, dass du verstehst, dass du auch ein Vorbild für deine 2,4 Millionen Follower bist. Danke fürs Aufklären, aber es ist einfach so unfassbar peinlich, wenn du einen Song veröffentlichst und noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, dir 5 Minuten Zeit genommen hast zu googeln, was du da eigentlich gerade singst. Also, es ist bodenlos. Dagegen wirkt, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, fast wie ein lyrisches Meisterwerk. Was du mit einem Song, über den du dir überhaupt keine Gedanken gemacht hast, da draußen anrichten kannst. Weil es fühlen sich Menschen verletzt. 2,4 Millionen Follower bei YouTube, das sind eine Superkraft. Mit der könntest du ab und zu wirklich was Sinnvolles anstellen. Du hast hier die Chance, Leon, dich weiterzuentwickeln. Da haben wir uns für deine Strafe von dir inspirieren lassen. Du sorgst jetzt hier für Ordnung. Das ist nicht meine Intention, da irgendjemanden zu verletzen. Jeder baut mal Scheiße. Okay. Für mich ist es immer ein Unterschied, ob jemand sich halt wirklich damit auseinandersetzt und auch sieht, was der Fehler war. Eine Vorbildfunktion ist total wichtig. Ein anderes Beispiel, Jenny Elvers. Dank ihres Vorbilds ist zum Beispiel in unzähligen Kinderzimmern der Glaube gereift, dass wirklich jeder und jede Schmuckdesignerin werden kann. Und das war Leons Runde der Schande, ganz ehrlich. Der ist richtig glimpflich davon gekommen. Verstehen tut das schon, was Olivia erklärt hat, aber ob er daran was ändern wird jetzt, bezweifle ich, muss ich ehrlich sagen. Ihm ist scheißegal, wie es den anderen geht. Ihm geht es um Klicks, ihm geht es darum, dass das Video erfolgreich wird. Ihm geht es darum, dass er Kohle verdient. Dankeschön, gleichfalls. Unser Leon, was auch immer. Auseinandergenommen, ja. Danny, mach dich nun auf den Weg zu deiner Runde der Schande. Ich habe mich benommen wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ich war immer laut, ich hatte immer Streit. Ich glaube, das wird das super grau. Das zieht sich hier doch schon so ein bisschen durch die Runden. Am Anfang immer sehr betont einsichtig, um dann am Ende doch mit so einem breiten Grinsen einfach weiterzumachen. Das ist wie wenn im Sportunterricht der Schwebebalken aufgebaut wurde. Man erwartet nichts, wurde aber trotzdem richtig enttäuscht. Jetzt ist also Dani Büchner dran und es wird über ihr Lieblingsthema gesprochen. Dani Büchner. Unsere Ballermann-Blaublüterin Dani Büchner. Als wir die ZuschauerInnen gefragt haben, wen wir hier zum Promi-Büßen einladen sollen, warst du eine der meistgenannten Personen. Naja, weil ich schon immer sehr in Streit verwickelt war, sehr laut war. Trotzdem könnte man bei deinen Beliebtheitswerten denken, du wärst Politikerin. Uff. Beispiel Dschungelcamp. Oh. Du warst Dschungelprüfungsqueen. Oh Auch Gott. Die anderen Promis waren nicht begeistert von dir. Es gibt positivere Menschen.
Wie Dani. Ihre Hinterfotzigkeit. Also, eine der am meisten gefragtesten Personen war tatsächlich Dani Büchner. Also, da waren die hunderte Fake-Accounts, die sie sich angelegt hat, doch noch zu was gut. Außer natürlich, Steffs Lokal schlechte Bewertungen zu geben. Dani Büchner ist so, wie sie ist. Und manchen gefällt es und manchen nicht. Das bringt Unruhe. So eine verfluchte Scheiße hier, ey. Das nervt hier echt. Ja, das ist doch scheiße jetzt hier, dass ich nicht weiß, wie die Kacke ist. Oh Gott. 2 Sterne. Ich habe alleine schon mal wenigstens 4 geholt. Bitteschön. Ich kann es mir nicht erklären, weil im Grunde genommen bin ich wirklich kein schlechter Mensch. Du wirkst immer total unglücklich. So eine Art Reality-Grumpy-Cat. Das schwarze Loch der guten Laune, der Stimmungsstaubsauger. Ja. Das schwarze Loch der guten Laune trifft es eigentlich richtig gut. Und wir Promi-Big-Brother-Fans dachten bisher immer, das tut sich auf, wenn Matze Knob irgendwo einen Stand-Up-Auftritt hat. Das ist ja wirklich so, ne? Dani Büchner ist tatsächlich die meiste Zeit schlecht gelaunt in den Formaten und zieht die anderen mit runter. Naja, ist irgendwie aber auch gar kein Wunder, weil wenn sie mit anderen zusammen ist, fällt es sehr, sehr schwer, nur über sich zu reden. Schau mal hier. Stopp, du hättest mit dir rede ich gar nicht mehr. Stopp, Abstand. Abstand. Wenn du mich anfällst, habt ihr das gesehen? Hey. Ich bin Mutter und bla 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 bla. Es ist halt immer das Gleiche, es nervt. Ich benehme mich hier wie so eine Wilde und randaliere da vor Millionen vor Leuten. Da ging es ziemlich hoch her, würde ich mal sagen. Ich bin kein aggressiver Mensch, der andere angreift. Sie hat dir Stoppsignale gesendet. Du bist trotzdem noch einen Schritt weiter auf sie zugegangen. Aber das war wirklich keine Handgreiflichkeit. Trotzdem ging dir der Hintern richtig auf Grundeis. Ja, meine größte Sorge war, als sie ausgesprochen hat, hier, sie ist handgreiflich, dass ich hier rausfliege. Es gibt bei allem Krawall auch rote Linien. Und wenn die überschritten werden, ist man eine persona non grata. Das heißt, Dani hat gar keine andere Wahl, als an Reality-Sendungen teilzunehmen und sich von einem Shitstorm zum nächsten zu hangeln. Sie könnte auch ganz normal irgendwo arbeiten gehen, ist also gar nicht so auf ihren Ruf hier angewiesen, aber der Gedanke oder die Idee ist ihr so zuwider wie Ron Beletzky der Gedanke an Füße ohne Nagellack. Das war deine größte Sorge. Lisha, unsere Zukunft wäre im Arsch gewesen. Ist dir das klar? Und ich muss minderjährige Kinder ernähren. Ja. Wenn die Leute jetzt glauben, dass du handgreiflich geworden wärst, wirst du nie wieder gebucht. Ja. Und wie sollst du dann deine Familie ernähren? Und dafür mache ich das alles. Ja, und wie wir alle wissen, gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als als dauerschlecht gelaunte Krawallfrau seine Gage für die Kinder zu verdienen. Also gar keine Frage, natürlich geht es ihr auch um die Kinder. Aber wenn es halt wirklich nur um die Kinder ginge, dann würde sie eben genau in diese Formate nicht mehr gehen, um sie damit mit irgendwelchen peinlichen Auftritten in Verlegenheit zu bringen. Aber jeder, der mal in Geldnot war oder das vielleicht auch ist, weiß, was das für ein Scheißgefühl ist und wie schlaflose Nächte und die Gedanken dich zerfressen können. Und da kommt, glaube ich, nochmal das Ding mit den Medien. Das sagen ja ganz viele, sagen ja auch diese ganzen Reality-Darsteller, das macht süchtig und ja, du bekommst eben auch überdurchschnittlich viel Kohle. So, und jetzt hat Dani eben tatsächlich auch ein Angebot bekommen, nämlich damals direkt fürs Dschungelcamp, kurz nach Jens Tod. RTL hat sie angefragt und sie auch durch sämtliche psychologische Tests durchgewunken. Man hätte sie irgendwie vor sich selber wahrscheinlich auch schützen müssen. Da war die Sensationsgeilheit größer als die Verantwortung der Kandidaten gegenüber. Wir alle lieben Drama, ich glaube, deswegen sind wir auch hier. Aber manches kotzt mich einfach echt an, was da so läuft. Gerade mit dem Wissen, was sie hier so erzählt. Klar, ne? Muss man sich immer beide Seiten anhören, aber... Jens Tod. Plötzlich warst du verantwortlich. Zu Hause sitzt die 5-köpfige Familie, die ernährt werden muss. Es gab in den 5 Jahren eine Zeit, da waren wir, ich würde mal sagen, pleite. Ich wusste nicht, bleibe ich auf Mallorca? Ich hatte aber kaum Geld. 6 Monate nach seinem Tod habe ich in unserem Laden gestanden und Fotos neben seiner Pappfigur gemacht. Und niemand auf dieser Welt hat mich zurückgehalten. Wo du dann nicht wusstest, wie es weitergeht. Und dann kam am nächsten Tag der Anruf, ein neues Format. Ich greife zu, weil ich brauche die Kohle. Ich sage das so, wie es ist und muss das machen. Und trotzdem wird man auch verurteilt, dass man diesen Job macht. Die Situation ist natürlich ziemlich bescheuert. Das muss man erstmal packen. Kein Mensch sagt das, wenn sie die Kohle von den Sendungen annimmt. Aber eine Frage muss sie sich, glaube ich, schon gefallen lassen. Muss sie deswegen die unsympathischste, nervigste und vielleicht auch mit teilweise ätzendste Person im Reality-TV werden?
Nein, das ist halt wie die Inspektor Barnaby-Rate bei ZDF Neo. Mindestens ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es tut mir dann so leid, auch wenn Sie Dinge über mich sehen oder lesen. Sie haben es einfach nicht verdient. Punkt. Punkt. Du kannst durch deinen Job dir und deiner Familie auch durchaus was gönnen. Mhm. Aber du zahlst einen sehr hohen Preis. Oh Gott, ja. Shitstorms, Anfeindungen, mhm. Hass, Morddrohungen. Habe ich auch schon mal gehabt, ja. Und Arschlöcher, die dir sogar einen qualvollen Krebstod wünschen. Das geht an niemandem spurlos vorüber. Ich will nur anerkannt werden als die, die ich bin. Mehr wollte ich gar nicht. Das, was Olivia gerade alles aufgezählt hat, der Inhalt der Latrine besitzt mehr Niveau als jede Person, die so einen Scheiß schreibt. Das ist Danis Runde der Schande, aber tatsächlich auch so ein kleines bisschen die Runde der Schande von uns Zuschauern oder auch YouTubern. Bei all dem Scheiß, was wir ihr auf jeden Fall anrechnen sollten. Sie hat probiert, ihre Kinder zu ernähren. Ich hoffe, dass du merkst, dass du mit positiver Energie im Leben doch weiterkommst. Büßen, Dani, musst du dafür, dass du Deutschland lange Zeit mit deiner miesen Laune in den Wahnsinn genervt hast. Du hast ab sofort Latrinendienst. Ja. Ist auf jeden Fall ein interessanter Grund zu büßen. Also wenn jetzt jeder, der oft und viel auf die Nerven geht, ein Klo schrubben muss, dann gibt es immerhin nach der Aufzeichnung von Mario Barth deckt auf rund um das Studiogelände jede Menge sauberer Toiletten. Das war Danis Runde der Schande ernsthaft. Also wenn allein ich mal mein Archiv aufmache, dann gäbe es da aber noch ziemlich viele Ausschnitte, die wir uns anschauen könnten. Also es war ja nicht nur das Bild mit dem Pappaufsteller. Da gab es noch ganz andere schlimme Bilder am Bett von Jens. Also nur mal so. Ich glaube und hoffe und wünsche mir, dass der Zuschauer jetzt der ein oder andere sieht, wie ich wirklich bin. So Toilettendienst. Ich denke mal, sie hat viel mehr Kraft jetzt auf jeden Fall nach der Runde der Schande. Was hat nur mal zu dir gekommen, Schatzi? Aha. Was ist denn da los? Wollt ihr nur Bumsi-Bumsi machen? Er will nur mal testen, ob der Boden bequem ist. Wollt nur mal kurz alleine sein. Ich würde sagen, komm in mein Bett, aber das ist ein bisschen eng. Nee, ich finde meinen Boden eigentlich ganz geil. Ja. Bin gern so ein Bettverleger. Alter, jetzt gibt's keine Zweifel mehr. Patrick steht auf Gloria. Patrick und Gloria, irgendwie passt ja, also ne, Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, sagt man ja. Irgendwie ist es auch fast ein bisschen unangenehm anzugucken, dass man die ganze Zeit auf die Einblendung wartet, ein Film von Til Schweiger. Der Steff freut sich einfach richtig für Patrick. Also jetzt nicht, dass er eine neue Liebe gefunden hat, sondern dass er jetzt wenigstens eine Frau an seiner Seite hat, die den Haushalt schmeißt. Ich habe Latrinendienst und ich kann mir nicht erklären, warum ich so eine harte Strafe habe. So widerlich, so erbärmlich. Du musst aber schon gucken, wo du hinsprichst. Ich gucke nicht, was ich mache. Die scheißen wie Elefanten, wirklich. Ich kann schon gleich sagen, bei mir kommt eine große Überraschung. Ah, Ergi. Das ist die Schattenseite, wenn man Ravioli isst. Man muss natürlich dann viel, viel größere Eier legen. Krass. Erik hat sich hier zum totalen Toilettenexperten gemausert. Seine Eltern sind richtig froh, das zu sehen. Ja, sie haben ihm nämlich schon seit seiner ersten Kollektion gesagt, dass er irgendwann garantiert noch seine wahre Berufung finden wird. Alter, wenn wir irgendwas Scheiße machen, kriegst du die Strafe. Nee, ich nehme mich auseinander, wartet ab. Und er soll ja nicht nur belohnt werden, dass er über uns steht. Lieber Leon, jemand war wildpinkeln und du hast es nicht unterbunden. Ab jetzt gibt es für dich wieder nur noch Erbseneintopf. Der kleine Pisser pisst ins Gebüsch und er wusste ganz genau, dass ich eine Strafe bekomme. Ich hab's nicht verstanden. Nein, aber das ist scheiße, Digga. Ich kann mich da übel drüber freuen, wenn ein anderer so ein bisschen leiden muss. Also pädagogisch ist das eine wertvolle Übung für ihn. Eine Strafe bekommen, weil andere was falsch gemacht haben. Genau so müssen sich auch die Tontechniker von immer wieder sonntags fühlen, wenn sie das Mikro von Stefan Ross anmachen. Wo kommt denn der Tabak her? Der nächste Regelverstoß wurde begangen. Was? Christine hat ihren Tabak nicht komplett abgegeben. Also hat die sich da was gebunkert, ja, kannst du mal sehen. Und diesen gerade in Klopapier gewickelt geraucht. Leon, stell jetzt dein Bett vor das Camp. Ja, ich denke schon, dass Leon das auch mal verdient hat. Ich denke da jetzt mal ein bisschen mehr nach. Wie sadistisch ist das bitte und wie sie das alles hier als pädagogische Maßnahme für Leon verkaufen? Bei den fragwürdigen Erziehungsmethoden ist die Produktion hier tatsächlich nur noch eine stille Treppe von einem Gastauftritt von Katharina Saalfrank entfernt. Die Stumme dürfen wir behalten.
Das war nur der Tabak. Das war nur der Tabak. Gib mir die Stummel wenigstens. Stummel ist erlaubt. Boah, das ist hart. Warte mal ab, was jetzt kommt, Alter. Ich mach's noch schlimmer. Sie raucht die Stummel vom Boden. Das ist so die Endstation. Das ist das Abartigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ey, wenn da jetzt jemand noch reingreift, ne, das wäre... Viel Spaß, jetzt könnt ihr rauchen. Ich werde jetzt auch keine Stummel mehr rauchen. Leon macht kurz einen Prozess und schüttet ja das Zeug aus der Latrine hier über die Zigarettenstummel. Er will hier jetzt endlich mal Respekt für seine Position als Camp-Polizist. Die anderen wissen gar nicht, was er hat. Immerhin verhalten sie sich ihm gegenüber ja deutlich respektvoller als er gegenüber Polizisten. Also, Christine sammelt hier eigentlich so Kippen vom Boden und aus dem Müll auf. Eine effektivere Kampagne gegen Rauchen hätte sich tatsächlich, glaube ich, keine Werbeagentur ausdenken können. Das nächste Safety-Spiel steht an. Vor euch steht eine große Säule, an der ihr euch so lange wie möglich festhalten müsst. Lasst ihr los, scheidet ihr aus. Ah! Zum Schluss haben mir einfach die Kräfte gefehlt und ja, mein Schnürsenkel war auch auf. Ich freue mich nicht für Erik mit, weil ich ihn eigentlich nominieren wollte. Also tatsächlich war Erik heute bei allen auf der Nominierungsliste ganz oben. Schade, Leute. Wirklich ganz, ganz schade. Die Sache ist total klar. Jeder will hier Nominierungsschutz und deswegen strengen sie sich an wie noch nie in ihrem Leben. Sie werden also das maximale Minimum machen. Also in der letzten Runde war es tatsächlich so, alle haben Christine angefeuert, weil eben keiner möchte, dass Erik gewinnt. Kein Wunder, bei Amys katastrophalen Latrinendienst haben sie wirklich genug von Kacke. Ich will noch meine Runde der Schande haben, weißt du? Sag's dir ehrlich, ich habe aber keinen Bock, ohne dich zu sein. Ehrlich. Liebe Promis, das nächste Tribunal der Loser steht an. Die Person mit den meisten Stimmen muss gegen Amy im Duell antreten. Jeder von euch hat 2 Stimmen. Einmal Leon, Yvonne. Man merkt hier auf jeden Fall, jeder denkt jetzt hier nur noch an sich. Aber sie ist falsch und verlogen. Und das habe ich halt früh genug rausgekriegt. In Sachen Dinge früh genug herausfinden, ist Yvonne Spitzenklasse. Wer noch eine Begleitung für Australien braucht zum Beispiel. Oder natürlich, in welches Insta-Postfach man Sprachnachrichten schicken sollte. Gloria, er hat einfach seinen Zenit erreicht. Deswegen der liebe Jürgen. Patrick. Jürgen. Jürgen hat gesagt, er will Emmy wegrammen. Gloria. Danny als alter Hase. Yvonne will unbedingt ins Rampenlicht. Und kann es auch mal zeigen, ob sie kämpfen kann. Gott, was passiert denn jetzt? Bitte lass es jetzt endlich zu Ende sein. Was haben wir denn gemacht? Also ich, alter Hase, weiß es nicht. Aber man muss es auch verstehen. Ich verstehe es leider nicht, aber vielleicht kriege ich es ja noch mit. Alles klar, jetzt sind sie also auf Jürgen sauer. Alle sind so ein bisschen komisch drauf, aber die Nominierung ist bisher so zivilisiert abgelaufen, das kennen wir hier gar nicht von der Sendung. Und ProSieben macht sich schon langsam Sorgen. Nicht, dass die Kandidaten halt das werden, was kein Mensch in einer Reality-Sendung sehen möchte. Vernünftig. Leon, ich will auch, wie gesagt, gar nichts weiter dazu sagen. Okay, ja, einfach so, genau, ohne Grund, einfach intuitiv. Ich bin doch nicht einfach mal ehrlich, einfach mal Eier in die Hand nehmen und dann einfach mal sagen, Digga. Aber passt. Gloria. Krass, du weißt, dass ich die Runde der Schande noch nicht hab. Ich musste eine Entscheidung treffen. Irgendwo nehme ich schon persönlich, weil du den ganzen Tag rumgeheult hast, du willst die Runde der Schande, du willst die Runde der Schande. Ich hab, muss und du weißt genau, dass ich die Runde der Schande, lass mich doch ausreden, die Runde der Schande auch noch nicht habe. Hat er bei mir aber auch gemacht. Wag es ja nicht, mich noch einmal Schnecki Bubu zu nennen. Okay, auf deinen Platz jetzt. Auf deinen Platz jetzt. Auf die Schnecke. Das war übrigens auch der Satz, den Gloria bei der Trauung nach dem Jawort zu ihrem Nico gesagt hat. Die Gloria, sie hat jetzt nicht nur hier vorhin bei der Prüfung gezeigt, dass sie völlig schmerzfrei ist, nee, sondern vor allen Dingen auch, dass sie die Runde der Schande von Patrick gesehen hat und trotzdem noch was mit ihm anfangen möchte. Yvonne und Dani entschieden. Patrick. Und außerdem finde ich ihn total unsympathisch mittlerweile und habe keinen Bock mehr auf ihn. Gloria. Manchmal, wenn ich dich dann so mit Patrick sehe, denke ich mir, huch, bin ich bei Love Island? Jürgen, Gloria. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast null Interesse an mir gehabt. Du hast immer von dir selber geredet. Du hast gar nicht gefragt, wie es mir geht, wie so mein Leben ist und so. Petrovato. Ich habe echt so überlegt, wer ging mir so ein bisschen auf den Sack oder nicht. Das warst du, Gloria. Das ist ein echter Nominierungsgrund für Yvonne, klar. Wenn man so dreist ist und sie nicht nach ihrem Leben ausfragt, dann bist du natürlich völlig zu Recht so undurch, wie wenn du zu einem FDP-Parteitag mit einem Lastenfahrrad kommst. Gloria, du musst im Duell gegen Emmy antreten. Ja, ich habe eher so das Gefühl, mir wurde das Messer in den Rücken gerammt. Und es wäre mir scheißegal, hätte ich mal eine Runde der Schande. Dann von mir aus kein Problem. Aber... ich denke mal, du kommst wieder. Ja, lauf mich voll, Alter. Yvonne, ganz ehrlich, halt deine dumme Schnauze. Nö. Die Kandidaten wollen also Gloria und Patrick trennen.
Ein echt verliebtes Pärchen können sie natürlich genauso wenig ertragen wie geregelte Arbeitszeiten. Die Sache ist klar, Gloria muss gegen Emmy ins Duell. Und da die Tontechniker nicht völlig umsonst einen Hörschaden von Glorias Zusammenschnitten davontragen möchten, werden sie alles dafür geben, dass sie immerhin länger in der Show bleibt. Halt's Maul! Halt's Maul! Sag mal, halt's die Maul! Ich sag's dir noch zweimal! Oder? Warum redest du mit mir so? Was hast du für ein Problem? Dann lass mich so in Ruhe! Du verbietest mir nicht den Mund. Du bist so ein Arschloch! Also jedes Mal, wenn ich mich so im TV angucke, denke ich mir so, geil, besser geht's eigentlich gar nicht. Beim nächsten Mal sehen wir Eriks Runde der Schande, also die offizielle. Inoffiziell hat er die ja immer, wenn er durchs Kaufhaus läuft und heimlich seine Kollektion auf die Stangen hängt. Erstens das und zweitens sehen wir uns heute Abend zu Forsthaus Rampensau mit Matthias Mangiapane, Sam Dillon, Jasmin Herren und den Büchner-Töchtern. Und da gibt's ja ordentlich Beef. Deswegen auf jeden Fall ein Abo mit Glocke dalassen, dann verpasst ihr nichts. Die ganzen Promi-Büßen-Folgen gibt's natürlich auf Join. Link ist in der Beschreibung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben. Danis Runde der Schande, war's zu harmlos oder war's genau richtig? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Vergangene Woche musste ja tatsächlich Olivia Jones eingreifen, weil es so dermaßen eskaliert ist. Und hier Dani Büchners Töchter im Forsthaus Rampensau, wenn's da ist. Das heißt, wir sehen uns gleich hier.